ob er fliegen will oder auch nicht. Das ist die Drohne. Zerstören wir erstmal. Okay. Steuergerät habe ich hier drin. Eingerichtet. Und das haben wir hier noch. Ich will euch mal zeigen, wie ich hier den Joystick. Könnt ihr hier angucken, meine Hebelbewirkung und jetzt hier mein Variometer, das brauchen wir auch nicht. Hätte jetzt hier einfach mal einen Hubschrauber laden. Ist am besten den Polizeihubschrauber. Und ein schönes Modell hier. Kann ich mir hier mal hinterher angucken. Und der ist hier schon angeschaltet. Ja, habe jetzt hier nach vorn. Fliege ich nach vorn, nach hinten, zur Seite und links, rechts. Das ist eben das Danik-Roll, der Knüppel, den der Pilot zwischen die Beine hat. Und hier gebe ich Gas. Und hier drehe ich den Heckrotor, gebe nach links oder nach rechts hier. Und ja, jetzt fliegen wir einfach mal damit. Und seht meine ganz ruhigen Bewegungen hier. Und die Bewegungen sind wirklich ein bisschen sanfter, eleganter wie an dem Hubschrauber da im Simulator. Wie gesagt, wenn ich nach vorne beschleunigen will, gebe ich Pitch und drücke den Knüppel nach vorne. Und wenn ich bremse, dann ziehe ich den Helikopter einfach nach hinten und dann bremst er ab. Ja, das war dann schon ein bisschen schwierig hier im Modellflugsimulator, Microsoft Flugsimulator, den Hubschrauber hier abzufangen. So, jetzt habe ich ein bisschen landen hier. So, jetzt meine Kamera an Sicht machen. Cockpit-Kamera. Also im Simulator hinterher. Ich muss sofort mal am Stick eingreifen hier, sonst macht er was er will hier. Das heißt, ich habe den Cockpit drin hier und seht, da ist ein bisschen entspannter hier. Wie der Hubschrauber, der Simulator.
wird alles nur mit Nick und Roy gemacht. Echt konzentriert, ich kann nicht so viel labern hier, wie ihr merkt. Jetzt sind wir zu Boden, ich muss wieder Gas geben. Ja, wie gesagt, je größer der Hubschrauber ist, desto träger ist der. Ja, ich muss einfach sofort Gas geben, sobald er hier irgendwie Probleme anfängt zu sinken, muss intuitiv reagieren hier. Darf wirklich Übung, nochmals Übung. Jetzt zeige ich mir den Schwebeflug nochmal hier. Ich will mal an zu tänzeln hier. Jetzt muss ich hier leicht ganz sanfte Korrekturen machen hier. Das war's eigentlich. Das Cockpit dann wieder reingehen kann. Kann ich auch nicht rumdrehen. Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Wie gesagt, ich habe noch einen anderen Hubschrauber hier. Ja, das sind so eine Sporthubschrauber. Die sind noch ein Tacken agiler halt. Ich bei euch nicht so langweilig damit. Hier die ganze Sache. Ja, das war's erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.